Hallo, ich bin Elienyx und in diesem Video zeige ich euch meine liebsten Mods für mehr Romantik, Liebe und Beziehungen in die Sims 4. Viel Spaß! Wie bereits gesagt, dreht sich heute alles um romantische Mods für die Sims 4. Wenn du dich mit Mods und Custom Content noch nicht so gut auskennen solltest, ist das gar kein Problem. Ich blende dir jetzt hier rechts oben meinen Guide dazu ein. Hier erkläre ich alles Schritt für Schritt. Aber gut, dann starten wir jetzt mit dem ersten Mod. Der erste Mod, den ich euch jetzt vorstelle, der nennt sich Lock Gender Preference und ist von WikiSims. Und wie der Name schon sagt, geht es in diesem Mod darum herauszufinden oder besser gesagt festzulegen, auf welches Geschlecht oder auf welche Geschlechter eure Sims stehen oder eben nicht stehen. Aber starten wir am besten gleich einmal ins Spiel. Wie so oft bin ich auch heute bei einem Mitglied der Familie Smith, und zwar bin ich heute bei Nick und es ist gerade seine Mutter Marie zu Gast. Und anhand von den beiden werde ich euch jetzt diesen Mod zeigen. Um die Geschlechterpräferenzen für euren Sim festzulegen, müsst ihr auf ihn draufklicken. Dann unter Mehr Auswahl klicken wir jetzt auf Aktionen. Und hier haben wir dann Geschlechterpräferenzen festlegen. Geschlechterpräferenzen für diesen Sim festlegen. Und auf das klicken wir jetzt drauf. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Für diesen Mod gibt es übrigens noch keine deutsche Übersetzung, deshalb habe ich einfach selbst eine angefertigt. Und wenn auch du die gerne hättest, dann schau am besten auf meinem Discord-Server vorbei. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Als erstes haben wir asexuell oder aromantisch. Diese Sims fühlen sich zu keinem Geschlecht sexuell und oder romantisch hingezogen. Im englischen Original wurde hier übrigens nicht asexuell und aromantisch benutzt, sondern es stand sowas wie, dieser Sim hat keine Geschlechtspräferenzen, aber das fand ich ein wenig doppeldeutig und deshalb habe ich mich dazu entschieden, hierbei einfach asexuell und eben aromantisch zu wählen. Das nächste ist bevorzugt Frauen oder weibliche Sims. Also diese Sims fühlen sich sexuell und oder romantisch zu Frauen und oder weiblichen Sims hingezogen. Das nächste ist bevorzugt Männer oder männliche Sims. Diese Sims fühlen sich sexuell und oder romantisch zu Männern und oder männlichen Sims hingezogen. Und dann noch bevorzugt alle Geschlechter. Diese Sims fühlen sich von zwei oder mehr Geschlechtern sexuell und oder romantisch angezogen. Jeder von euch, der sich ein wenig mit sexuellen Orientierungen auskennt, der wird schnell bemerken, dass das nur eine sehr kleine Auswahl ist. Also es werden zum Beispiel Sexualitäten zusammengefasst. Hier haben wir zum Beispiel pansexuell und bisexuell in einem oder hier haben wir asexuell und aromantisch in einem. Dieser Mod bietet also leider wenig Auswahl, aber es ist tatsächlich der beste, den ich gefunden habe. Es gab vor einiger Zeit einmal einen wirklich großartigen LGBTQ-Mod für die Sims 4, aber der wurde schon ewig nicht mehr abgedatet und deswegen habe ich ihn auch nicht mehr in meinem Spiel. Aber auf jeden Fall können wir hier jetzt die Geschlechtspräferenzen für Nick festlegen und ich wähle jetzt einfach einmal aus, bevorzugt alle Geschlechter. Gut, und jetzt werfen wir einmal einen Blick auf seine Simologie. Und zwar hat er jetzt hier unter den Merkmalen hier bevorzugt alle Geschlechter. Geschlechtspräferenz festgelegt. Diese Sims fühlen sich von zwei oder mehr Geschlechtern sexuell und oder romantisch angezogen. Und es ist eben ein Belohnungsmerkmal und kann jederzeit wieder geändert werden. Was außerdem noch mit dem Mod kommt, ist, dass man andere Sims über ihre Geschlechtspräferenzen ausfragen kann. Und zwar klicken wir jetzt auf Marie und dann hier unter Freundlich haben wir dann hier nach Geschlechterpräferenzen fragen. Und genau das werden wir jetzt machen. Wie wir sehen, ist es eben eine freundliche Interaktion und wird auch von beiden sehr gut aufgenommen. Und da Nick jetzt diese Frage gestellt hat, haben wir jetzt folgende Stimmung erhalten. Dieser Sim bevorzugt Männer und oder männliche Sims, weil Frage über Geschlechtspräferenzen gestellt hat. Dieser Sim hat von den Geschlechtspräferenzen des anderen Sim erfahren. Und das war jetzt auch schon alles, was dieser Mod hergibt. Ich muss sagen, ich habe wirklich sehr lange nach einem guten LGBTQ-Mod gesucht und bisher habe ich eben noch keinen wirklich gefunden. Also wenn du eine Empfehlung für mich hast, dann schreib mir das doch bitte in die Kommentare. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Der nächste Mod darf natürlich auf keinen Fall auf meiner Liste fehlen. Und zwar ist dieser der Simda Dating App Mod von Little Miss Sam. Dadurch kommt eine Dating-App in euer Spiel. Aber am besten zeige ich euch gleich, wie das alles funktioniert. Wir sind jetzt wieder bei Nick und dank dem vorigen Mod haben wir ja festgelegt, dass er bisexuell bzw. pansexuell ist. Und jetzt werden wir ihm einen Partner bzw. eine Partnerin suchen.
Die Sim der Dating-App findet ihr über das Telefon eures Sims, und zwar hier. Unter Sozial haben wir Sim der Dating-App. Und hier haben wir jetzt folgende Interaktionen zur Auswahl. Und zwar könnten wir auf ein spezielles Date gehen. Suchst du jemanden Spezielles, etwas Ernstes, dann ist dies die richtige Wahl. Oder wir gehen auf ein Blind Date. Abenteuerlich, offen, neugierig, wähle dies, wenn du überrascht werden möchtest. Oder wir gehen auf ein weibliches Blind Date. Abenteuerlich, offen, neugierig, wähle dies, wenn du überrascht werden möchtest. Oder auf ein männliches Blind Date. Oder wir machen einen One-Night-Stand aus. Willst du einfach nur einen One-Night-Stand? Finde heiße, willige Sims in der Nähe. Außerdem kann man sich für Hookup anmelden. Melde dich für den Hookup-Service an. Andere Sims, die Sim da verwenden, können sich mit dir in Verbindung setzen, um dich für einen schnellen Hookup zu treffen. Und wenn man sich dafür anmeldet, kann man sich hierbei auch wieder davon abmelden. Storniere den Hookup-Service, wenn du nicht mehr kontaktiert werden möchtest. Also wie ihr seht, wir haben jede Menge Auswahl. Und weil ich Überraschungen liebe, hätte ich gesagt, wir gehen einfach auf ein Blind Date. Wow, Nick hat einfach ein Blind Date mit dem Sensenmann. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert und ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Aber gut, dann gehen wir eben auf ein Date mit dem Sensenmann. Und zwar gehen wir mit ihm jetzt einfach hier ins Pfeffers Pub. Einfach ein Date mit dem Sensenmann. Es ist so gruselig. Und hier sind wir, Nick und der Sensenmann. Sein unglaublich zuckersüßes Blind Date. Und er hat jetzt tatsächlich auch einen Attraktivitätsalarm auf den Sensenmann. Also Nick steht anscheinend wirklich auf den Sensenmann. Moment, ich öffne kurz das Sims-Profil. Als äußerst attraktiv empfunden. Nick Smith denkt, dass Sensenmann extrem attraktiv ist. Wow, 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 wow. Nick ist wirklich ein sehr merkwürdiger Sim. Aber okay, ich habe mich ablenken lassen. Ich wollte euch ja eigentlich nur die Sim der Dating-App zeigen. Und zwar, wie ihr seht, es wurde jetzt eine Verabredung gestartet und es ist ein ganz normales Event und wir haben jetzt eben hier links oben einige Aufgaben. Und zwar ist unser Hauptziel mit Verabredung Kontakt knüpfen. Wir sollen fragen, ob dieser Sim Single ist und wir sollen unsere Verabredung auch küssen. Okay, dann beginnen wir am besten mit dem Kontakte knüpfen. Und zwar werden wir ihn jetzt einfach mal nach seiner Karriere fragen. Dann werden wir tratschen. Ich bin wirklich gespannt, was er uns zu erzählen hat. Und dann werden wir ihm einfach noch Beziehungstipps geben. Kennst du den Spruch, wenn du deine Arbeit liebst, brauchst du in deinem Leben niemals zu arbeiten oder im Leben danach? Ich habe bisher in die Sims 4 eigentlich kaum mit dem Sensenmann gesprochen. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Aber hast du vielleicht irgendwelche spannenden Geschichten über den Sensenmann? Dann lass sie mir doch bitte in den Kommentaren da. Ich würde gerne ein paar coole Geschichten über ihn lesen. Aber gut, dann fragen wir ihn jetzt ganz einfach, ob er Single ist. Dann können wir ihn auch noch gleich fragen, ob er Kinder hat. Ich habe keine Ahnung, ob der Sensenmann Kinder hat. Also anscheinend ist er Single, denn die Antwort war, die Mächte des Bösen haben keine Zeit für Romantik. Was ist das für eine Frage? Gut, dass er gerade auf einem Blind Date ist. Und dann hat er noch gesagt, ich habe keine Kinder. Hier ist die Antwort nicht ganz so kreativ, das liegt vermutlich daran, dass das von einem Mod stammt und nicht vom Spiel selbst. Jetzt sollen wir noch fünfmal mit ihm flirten, also wir flirten mit ihm, wir küssen seine Hände. Wer möchte diese wunderbaren Hände nicht küssen? Und dann werden wir ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Oh mein Gott. Er flirtet einfach mit dem Sensenmann und unsere Nummern austauschen. Attraktivitätsmerkmale. Während des ganzen Gesprächs hatte Nick den Eindruck, dass Sensenmann Nick ziemlich attraktiv findet. Daher fragt sich Nick, ob Sensenmann das auch von ihm denkt. Okay, dieser Abend wird immer seltsamer. Gut, einmal müssen wir noch flirten. Dann posiert er jetzt einmal aufreizend. Falls dir dieser Mod übrigens bekannt vorkommt, ich habe diesen Mod schon einmal vorgestellt. Und zwar in meinem Video über die besten Mods für Teens. Falls du das noch nicht gesehen hast, blende ich dir das jetzt hier rechts oben ein. Wir haben zwar noch nicht Gold erreicht, aber ich werde das Date jetzt trotzdem an dieser Stelle beenden. Ich möchte euch ja noch weitere Mods zeigen. Ja, wir möchten das Event vorzeitig beenden und das Sim der Date wurde mit Silber abgeschlossen.
Davon hat er jetzt auch Stimmungen erhalten. Und zwar haben wir hier schönes Date wegen Simda Dating. Ich hatte heute viel Spaß und habe einen neuen Freund gefunden. Vielleicht könnten wir eines Tages mehr sein als Freunde. Und dann gehen wir jetzt wieder nach Hause und ich zeige euch den nächsten Mod. Und nun kommen wir schon zum dritten Mod. Dieser nennt sich First Impressions und ist von Lupinu. Bei diesem Mod dreht sich alles um den ersten Eindruck. Aber ich zeige euch das jetzt am besten gleich. Wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen würdest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims. Nick ist gerade von seinem Simda-Dating nach Hause gekommen und wie man sieht, er hat es sichtlich genossen. Er fühlt sich noch immer total kokett und er und der Sensenmann haben sich tatsächlich auch sehr gut verstanden. Um herauszufinden, welchen ersten Eindruck die beiden aufeinander gemacht haben, müssen wir jetzt hier auf das Sim-Profil gehen. Und hierbei sehen wir jetzt, der erste Eindruck von beiden war einfallsreich. Die Art und Weise, wie dieser Sim die Welt sieht und mit ihr interagiert, ist kreativ und einfallsreich, was diesen Sim interessant macht. Von diesen ersten Eindrücken gibt es in der Mod übrigens über 30 verschiedene. Also es gibt hier von interessant oder cool über nervig und anhänglich bis hin zu seltsam oder gemein. Also es gibt wirklich jede Menge unterschiedliche, aber ich zeige euch jetzt gleich ein paar mehr. Also, hier haben wir zum Beispiel Miki Akiyama. Mit ihr hat er ja die Beziehung heiß und kalt, also sie ist sein Enemy with Benefits sozusagen. Enemies with Benefits war ja eines der Easter Eggs, das ich in meinem Osterspecial vorgestellt habe. Falls du das noch nicht gesehen hast, blende ich dir das jetzt hier rechts oben ein. Aber auf jeden Fall sehen wir hier auch erste Eindrücke. Und zwar, die Gefühle von Miki gegenüber Nick waren zu Beginn interessanter Sim. Da ist einfach etwas an Nick, das Miki anspricht. Nick hat gegenüber Miki den gleichen ersten Eindruck und zusätzlich ist sie noch sein Schwarm. Es fühlt sich auf den ersten Blick wie Liebe an, aber wirklich, vielleicht, vielleicht auch nicht, unwiderstehlich, ja, so ziemlich. Dann haben wir hier noch Aleki. Und zwar haben wir hier wieder interessanter Sim und dann haben wir zusätzlich noch emotional ausdrucksstark. Ab und zu ist es schön, jemanden zu treffen, der keine Angst hat, darüber zu sprechen, wie er sich wirklich fühlt. Nun habe ich euch ja schon einige Beispiele für erste Eindrücke gezeigt. Wie gesagt, es gibt über 30 verschiedene. Übrigens gibt es den Mod auch in unterschiedlichen Versionen. Und zwar gibt es einmal die Version, dass das Merkmal verschwindet, wenn man viel Kontakt mit dem Sim hat, egal wie viel Zeit inzwischen vergeht. Und dann gibt es noch drei Optionen, bei denen diese Merkmale nach bestimmten Zeitspannen verschwinden. Und zwar entweder nach 3 Tagen, nach 5 Tagen oder nach 10 Tagen. Ich habe übrigens die erste Option in meinem Spiel, also dass das Merkmal verschwindet, wenn man mit dem Sim viel Kontakt hat, weil ich finde, dass es am realistischsten ist. Aber dann weiter zum nächsten Mod. Und der letzte Mod auf meiner Liste, der nennt sich Bad Cuddle und auch dieser Mod ist wirklich eher klein, aber ich glaube, jeder sollte ihn in seinem Spiel haben. Und zwar kuscheln jetzt Sims mit romantischer Leiste beim Schlafen endlich wieder miteinander. Das kennen wir ja schon aus älteren Sims-Teilen, aber bei Sims 4 ist uns das bisher leider verwehrt geblieben. Aber dieser Mod ändert das Ganze. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie das dann aussieht. Und wie versprochen habe ich den Sensenmann dafür zurückgeholt. Natürlich kann man den nicht einfach einladen, deshalb musste ich ihn hercheaten und ich habe ihn jetzt auch gleich der Familie hinzugefügt, da ich keine Ahnung habe, ob er sonst jemals schlafen gehen würde. Irgendwie bezweifle ich das. Wir haben jetzt eine Errungenschaft. Lass einen Sim Freundschaft mit dem Sensenmann schließen. Und die beiden verstehen sich mittlerweile auch sehr gut. Wir geben ihm noch eine Rose. Ich glaube, jetzt sollte die romantische Leiste schon ausreichen. Dann werde ich das einmal probieren und schicke die beiden ins Bett. Schauen wir, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und schon nach kurzer Zeit kuscheln sie miteinander. Wir sehen jetzt auch hier die Interaktion kuscheln und sie bekommen davon auch eine Stimmung. Liebhaberkomfort, wegen Kuscheln im Bett. Es gibt nichts Schöneres, als nach einem anstrengenden Tag in den Armen der Person zu liegen, die man liebt. Nick fühlt sich nach einem glückseligen Schlaf neben seinem geliebten Sim gestärkt und bereit, die Welt herauszufordern. Und das war jetzt auch schon der letzte Mod, den ich euch heute zeigen wollte.
Und schon sind wir wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ich euch einige Mods zeigen konnte, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Wenn dir noch weitere Mods zu diesem Thema einfallen, dann lass sie mir doch gerne in den Kommentaren da. Und natürlich freue ich mich an dieser Stelle über jedes Like, über jeden Kommentar und über jedes Abo. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!